Amerika in Flammen. Sie demonstrieren gegen die nicht aufhören wollende Polizeigewalt gegen Schwarze. Auf der anderen Seite finden schwer bewaffnete Milizen immer mehr Zulauf. In Kenosha, Wisconsin, erschießt ein Trump-Anhänger zwei linke Aktivisten. Peter Diaz von der rechten Bürgerwehr American Wolf glaubt, die Polizei versagt. Amerika brauche bewaffnete Männer wie ihn, um auf den Straßen für Ordnung zu sorgen. Das sind keine Demonstranten, das sind Kriminelle, die aktiv versuchen, unsere Regierung zu destabilisieren. Schießtraining der Bürgerwehr American Wolf an einem geheimen Ort im US-Bundesstaat Washington. Hot. 30 Patronen passen ins Magazin der berüchtigten AK-47, der Kalaschnikow. Es ist Peter Diaz' Lieblingsgewehr. Einst von der Sowjetarmee entwickelt, jetzt will der Milizenführer damit, so sagt er, amerikanische Werte verteidigen. Ein Klassiker. So werden sie heute nicht mehr gebaut. Die kann man in den Matsch werfen und sie funktionieren immer noch. Erst vor kurzem hat der erfolgreiche Unternehmer Peter Diaz seine Bürgerwehr gegründet, um Amerika zu beschützen, wie er sagt, damit es so bleibt, wie er es liebt. Fromm, stolz und konservativ. Wie viele Mitglieder American Wolf hat, will er nicht verraten. Viele von ihnen sind ehemalige Soldaten. Rund 180 solche Milizen soll es Schätzungen zufolge in den USA geben. Die meisten von ihnen stehen hinter Präsident Trump, sind schwer bewaffnet und Anhänger von Verschwörungstheorien. Unsere Regierung steckt mitten in einem Putsch. Einige wollen, dass wir nicht mehr das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind, sondern eine sozialistische Regierung installieren. Eine Art Humanitarismus. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber das spielt auch keine Rolle. Worauf es ankommt, ist, dass wir es verhindern. Die Limousine aus Deutschland als Markenzeichen einer amerikanischen Bürgerwehr. Mit ihr geht es quer durch die Vereinigten Staaten. In Portland, Oregon, will Peter Diaz sich ein Bild machen von den Black Lives Matter-Protesten, die er für gewalttätig hält. Sein Urteil hat Diaz längst gefällt, auch wenn er selbst noch nicht dort war. Gefährlich sei nicht er, gefährlich seien die linken Demonstranten. Vor denen müsse man sich schützen, die Pistole zur Selbstverteidigung, wie er sagt, stets griffbereit. Diese Leute sind keine Demonstranten, das sind Kriminelle, die versuchen, unsere Regierung zu destabilisieren und unseren Lebensstil zu zerstören. Die kommen mit Schutzanzügen, zerschlagen Fenster, plündern Geschäfte. Was hat das mit rassistischer Diskriminierung zu tun? Sie nutzen Black Lives Matter, um die Öffentlichkeit hinter sich zu haben. Seit 3 Monaten gehen Aktivisten jeden Tag in Portland auf die Straße. Meist friedlich, doch es gab bereits Tote bei Zusammenstößen zwischen rechten und linken Demonstranten. Und auch die sogenannte Mission der selbsternannten Friedenswächter beginnt mit einer Konfrontation. Ihr seid Abschaum, rufen sie. Die Bürgerwehr umstellt von Black Lives Matter Aktivisten. Dieser Mann droht unverhohlen mit körperlicher Gewalt. Trotz Menschenmassen will keiner der Männer eine Gesichtsmaske tragen. Für die Demonstranten eine Provokation.
Die laufen hier als Gruppe in eine andere Gruppe hinein, ohne eine Maske zu tragen, obwohl das gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir stecken doch mitten in einer Pandemie und tragen alle Masken. Ich glaube, das liegt auch an unserem Präsidenten. Er hat dieses Verhalten und diese Ideologie doch begünstigt. Die glauben jetzt, sie hätten Macht, haben sie aber nicht. Wir demonstrieren hier für Black Lives Matter. Die demonstrieren für die Überlegenheit der Weißen. Es gibt ja eine klare Meinungsverschiedenheit und ihre Meinung ist hier nicht willkommen. Eigentlich ist sie nirgendwo willkommen. Diaz besteht darauf, seine Gruppe steht nicht für weißen Rassismus. Dennoch kommt es gleich zum Streit. Einer Demonstrantin wirft er vor, Drogen genommen zu haben. Hör auf damit, sie hat keine Drogen genommen. Erzähl nicht so einen Quatsch. Das ist der typische Mist, den ihr Weißen immer über uns Schwarze sagt. Alle auf Drogen. Hör auf mit dem Unsinn. Ich habe alles gehört, was du gesagt hast. Meiner Meinung nach sollten Demonstrationen aufgelöst werden, sobald sich diese Mob-Mentalität bildet. Die Polizei hält sich zurück, ich verstehe das, aber ich würde mit der Situation anders umgehen, wenn ich genügend Personal und Ausrüstung hätte. Ihnen kommt die Polizei heute nicht zur Hilfe. Am Ende müssen die Männer um Peter Diaz den Rückzug antreten, vertrieben von linken Demonstranten. Kenosha, Wisconsin, wenig später, Ende August. Erneut schießt die Polizei auf einen Afroamerikaner. Wütende Demonstranten stecken Gebäude in Brand. Während die Bürgerwehr eine harte Hand gegen Black Lives Matter fordert, wollen sie die Polizei am liebsten abschaffen. Gewalt ist die neue Realität auf Amerikas Straßen und wieder Tränengas gegen die Demonstranten. Und die antworten mit brennenden Straßensperren. Und plötzlich sind sie da, bewaffnete rechte Milizen mit Sturmgewehr, selbsternannte Hüter von Recht und Ordnung. Dann gerät die Situation außer Kontrolle. Nach einer Verfolgungsjagd erschießt ein 17-jähriger Trump-Anhänger zwei Black Lives Matter-Demonstranten. Die Polizei nimmt ihn nicht in Gewahrsam. Exklusive Aufnahmen unseres Kamerateams zeigen den Schützen kurz nach der Tat, wie er unbehelligt auf der Straße spaziert. Erst am nächsten Tag wird er festgenommen, angeklagt wegen Mordes. Die Bürgerwehr American Wolf nennt ihn später einen Helden, sammelt Zehntausende Dollar Spenden ein. Und der mutmaßliche Doppelmörder erhält Rückendeckung direkt aus dem Weißen Haus. Er war auf der Flucht und fiel, dann griffen sie ihn sehr gewalttätig an. Es wird jetzt ermittelt, aber ich glaube, er steckte in großen Schwierigkeiten. Sie hätten ihn wohl getötet. Den Zorn des Volkes bekommt Donald Trump Tage später zu spüren. Beim Marsch auf Washington demonstrieren Tausende, unter ihnen auch die Black Panther und andere radikale schwarzen Bewegungen. Sie fühlen sich im Stich gelassen, weißen Sympathisanten werfen sie Scheinheiligkeit vor. Auch wenn ihr behauptet, ihr unterstützt Black Lives Matter, den Wohlstand verteilt ihr nicht um, genauso wie die politische Macht. Ihr gebt uns nur Lippenbekenntnisse und von denen haben wir schon genug. 57 Jahre nach der berühmten Rede Martin Luther Kings sind viele schwarze Amerikaner enttäuscht über das Erreichte. Es ist eine Schande zu sehen, dass sich in 57 Jahren nicht viel getan hat. Die Rede von damals ist heute noch aktuell.
Kaum etwas hat sich verändert. Überall benennen sie zwar Straßen um. Symbolische Gesten, das ist nett. Aber echte Veränderung gibt es nicht. Wir haben einen Präsidenten, der weißen Rassismus fördert. Und die Unruhen sind ein Teil davon. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Als ich aufgewachsen bin, dachte ich, es gäbe Fortschritte, aber ich lag falsch. Zu Hause bei Peter Diaz' Eltern im Bundesstaat Washington. Hello? Hey, son. Hey, Mom. Oft bekommt ihn Mutter Ann Diaz nicht mehr zu sehen, seitdem Peter mit der Bürgerwehr durch die Vereinigten Staaten tourt. Während er sich um die Zukunft des Landes sorgt, macht sie sich Gedanken um die Sicherheit ihres Sohnes. Peter, do you want the cilantro? It was for the plums. I think you put some. Oh, can I take this into Aaron? This is too hot out here. I don't think there's any reason for violence. Ich bin gegen Gewalt und dafür habe ich auch Angst. Peter hatte schon mehrere Todesdrohungen. Und als seine Mutter mache ich mir natürlich große Sorgen. Ich wünsche mir, die Polizei würde ihren Job machen und dass Menschen wie mein Sohn sich nicht gezwungen fühlen würden, zur Waffe zu greifen, um ihre Familie zu beschützen oder ihren Lebensstil zu verteidigen. Denn irgendwie geht es ja auch darum. Ein Kampf der Kulturen, der Amerika immer weiter auseinandertreibt und gleichzeitig voller Widersprüche ist. Peter Diaz erlebt das in der eigenen Familie. Der Vater, einst illegaler Einwanderer aus Mexiko, die Mutter, weiße Amerikanerin. Und doch sieht die Familie in Zuwanderern eine Bedrohung, will das verteidigen, was sie sich aufgebaut hat. Wir können es uns nicht leisten, denen zu helfen, die jetzt nach Amerika kommen. Wir müssen uns um unsere eigenen Probleme kümmern und um US-Bürger, die zu Tode hungern. Danach erst können wir Menschen aus anderen Ländern helfen. Wenige Wochen vor der Wahl heizen Bürgerwehren wie American Wolf die Stimmung im Land weiter an. Angesichts grassierender Gewalt sehen viele in ihnen eine Gefahr für den Frieden in den Vereinigten Staaten.